Moin, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe ja vor ungefähr einer Woche gesagt, dass ich mir eine neue Führung gekauft habe. Eine Tormek-Führung, und die werde ich heute mal mit der billigen Record-Power-Führung vergleichen und sage euch jetzt schon, holt euch besser die teure Variante. Ich möchte euch mit dieser Schlussfolgerung nicht so weit hinauszögern, denn ihr werdet sofort mehr Freude damit haben, als mit diesem Teil hier, wo ihr so viel nachstellen müsst. Eigentlich ist bei diesen Nachschleifmaschinen das Geniale, dass man immer den gleichen Winkel sofort trifft, weil es hier auch so ein paar Anbauteile gibt, mit denen ihr die einfach überprüfen könnt. Aber dadurch, dass hier dieses Teil halt individuell einstellbar ist, ist das halt immer ein bisschen schwierig, gleichmäßig zu finden. Und deswegen habe ich auch nie einen genauen Winkel jedes Mal getroffen. Ich habe mir hier so einen kleinen Referenzpunkt und habe dann halt immer das Werkzeug an den Stein rangebracht und musste mal ausprobieren, ob das jetzt der passende Winkel ist. Das will ich umgehen, und dafür habe ich mir hier diese Leere geholt. Und da seht ihr auch schon direkt auf den ersten Blick, was hier deutlich besser ist. Ihr habt hier bei dieser Tormek-Führung eine Fehlerquelle weniger. Und zwar ist das hier dieser Winkel. Der ist immer gleich. Und wenn ihr euren Abstand vom Werkzeug vorne immer gleich bestimmt, könnt ihr den nicht falsch treffen. Ihr habt hier einfach immer das Problem, dass ihr das Ganze einstellen müsst. Und das ist jedes Mal unterschiedlich. Die habe ich schon im letzten Video gezeigt für die Leute, die die vielleicht auch haben. Und heute werde ich euch mal diese hier zeigen. Und dann werden wir auch gleichzeitig hier diese alte Formröhre mal wieder in Form bringen. Ihr seht ja, die Form hier, die stimmt einfach gar nicht. Zuallererst werde ich mir jetzt hier mal einen festen Anschlag bringen, damit ich auch immer einen Referenzwert habe. Diesen Wert hier hat sich bei mir bewährt. Den habe ich mir damals bei den Amerikanern ein bisschen abgeschaut. Und zwar sind das hier ungefähr 50 mm. Mein Ziel ist es, mit dieser Führung nicht genau die Winkel aus dem Heftchen zu treffen. Das ist für Anfänger geeignet, wenn die noch nicht wissen oder wenn man noch nicht weiß, welche Winkel geeignet sind. Aber ich kenne bei meinen ganzen Werkzeugen schon die Winkel, die für mich optimal sind. Deswegen möchte ich die auch beibehalten und stelle jetzt alles anhand von meinen bestehenden Winkeln ein und werde deswegen nicht die Maße, nicht die genauen Maßen von jetzt diesem Tormek-Heftchen holen. Aber für die Leute, die es interessiert, sind zu allem da Winkel dabei, und da ist auch noch eine genaue Beschreibung dabei, wie man das Teil benutzt. Und was ich selbst nicht wusste, da ist noch eine Führung dabei, da könnt ihr dann Wendeschneidplatten schärfen. Das habe ich nicht gewusst. Vielleicht brauche ich das Teil irgendwann mal, aber jetzt erstmal weiter am Thema. Als erstes stelle ich jetzt mal mein Werkzeug hier auf den Anschlagpunkt. Jetzt seht ihr auch mal die Vorgehensweise, die ich jetzt anwenden werde, um dieses Werkzeug wieder in Schliff zu bringen. Hier seht ihr übrigens mal die Schneide. Die ist echt total runtergeschliffen und so gar nicht brauchbar. Ich werde jetzt erstmal versuchen, vorne einigermaßen schöne Form auf die Schneide zu bringen. Deswegen schalte ich die Maschine erstmal ein. Ich hole mir hier diesen Stein, damit kann ich die Oberfläche rauer machen, um mehr Material wegzuschleifen. Ich kann jetzt hier meinen Abstand mal noch ungefähr bestimmen. Wir haben gerade mal ganz grob unsere Form drangebracht, und das ist auch die Form, die ich gerne hätte. Wie gesagt, ich weiß, dass diese Form ja gut für Formröhren ist, deswegen habe ich die jetzt auch gewählt. Und ich kann jetzt mit diesen Einstellungen, die ich hier gemacht habe, immer wieder diese gleiche Form erzeugen. Ich werde mir jetzt hier schnell eine kleine Leere bauen, damit ich hier immer den gleichen Abstand habe. Das hier ist der Abstand, den wir uns hier merken wollen. Und jetzt halte ich einfach hier diese Führung hier dran. Und das hier ein Stift, der ist auch bei der Tormek-Führung mit dabei. Und dann markiere ich mir jetzt hier hinten diese Rundung. Und die werde ich jetzt ausschneiden. Nehmen wir mal an, hier dieser Abstand ist nicht eingestellt. Und so können wir jetzt uns einfach hier diesen Halter holen und halten ihn hier so drauf, bis hier diese Rundung komplett am Stein anliegt. Und dann können wir auch schon alles festzurren. Und so haben wir uns jetzt hier einen weiteren Fixpunkt erzeugt, damit das immer wieder wiederholgenau ist. Jetzt werden wir unseren Stein schärfer machen, damit die Schneide wieder schön scharf wird. Dann kann ich mir jetzt als nächstes mein Werkzeug holen und kann es hier an den Anschlag drücken. Haben wir einen weiteren Fixpunkt. Meine Einstellung ist hier ganz unten, also bei 3. Das ist ein weiterer Fixpunkt, den wir jetzt immer wieder einstellen können. Und vor allen Dingen das hier, das können wir auch immer wieder
gleich einstellen. Ich markiere mir jetzt mal hier die Schneide, dann sehe ich, wie genau das jetzt wieder nachgeschliffen wird. Wobei man jetzt auch sagen muss, dass das das zweite Mal erst ist, wo ich das nach diesem Maßen dann erst nachschleife. Und je öfter man das halt macht, desto genauer wird das halt, weil die Schneide eben ja ein bisschen länger war und wir sie dann runtergeschliffen haben. Das können wir jetzt hier draufstecken. Und jetzt sehen wir hier, dass die Schneide zu Beginn erstmal hier unten weggeschliffen wird. Und jetzt schleife ich es erstmal aufs Maß. Okay, ich glaube, das war jetzt vielleicht doch alles ein klein wenig verwirrend für die Leute, die sich da gar nicht auskennen. Aber ich musste mir zu Beginn erstmal so eine Grundlage geben, damit die Einstellungen jedes Mal, wenn ich irgendwann wieder was daran schleife, damit die ganzen Einstellungen immer wieder gleich sind. Das ist immer dasselbe Spiel bei allen Werkzeugen. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie ich jetzt gerade bei diesem Werkzeug hier vorgegangen bin. Hier kann ich jetzt immer wieder die gleichen Einstellungen treffen. Und damit ich das nicht vergesse, hat Tormek hier in dieser Verpackung noch was mitgeliefert. Ihr habt hier verschiedene Aufkleber, die könnt ihr euch dann aufs Werkzeug drauf machen. Da wisst ihr dann immer wieder, welche Einstellungen ihr habt. Und die drei Einstellungen könnt ihr dann einstellen und müsst nicht lange rumsuchen und könnt direkt das Werkzeug schärfen. Das ist echt eine gute Idee. Ich habe es hier oben einmal kurz falsch eingetragen, deswegen mache ich es gerade nochmal neu. JS steht für Jig Setting, das ist hier vorne, dieses Teil. Das könnt ihr verdrehen. Ich stehe derzeit auf Position 3. P, das steht für Position, das ist hier mein Holzklotz, den ich festgemacht habe. Ich mache einfach mal ein H für Holzklotz hin, weil wahrscheinlich werde ich den sowieso nicht ändern. Und Hole, das ist normalerweise eine Leere, die kann man auf den Stab bringen, aber da haben wir hier dieses Teil selbst gemacht. Da schreibe ich jetzt ein A hin, damit ich weiß, dass das diese Führung hier ist, weil vielleicht mache ich ja da noch eine andere Variante, falls ich das bei einem anderen Werkzeug brauche. Diesen Aufkleber hier können wir jetzt abmachen und können es auf unser Werkzeug kleben. Und jetzt wissen wir immer, welche Einstellungen wir treffen müssen, damit wir hier das schärfen können. Und jetzt werden wir mal das Werkzeug ausprobieren. Da seht ihr auch, wie scharf es geworden ist. Eigentlich sollte das Video ein bisschen anders verlaufen. Ich wollte eigentlich einen klaren Vergleich zwischen diesen beiden Leeren machen. Aber ich denke, jetzt konntet ihr schon sehen, dass diese ganzen Einstellmöglichkeiten, die habt ihr bei dem anderen Teil nicht. Es ist relativ teuer. Das Teil kostet, glaube ich, um die 80 Euro. Ich habe es mir selbst gekauft. Und es ist aber auf jeden Fall sein Geld wert, denn ihr spart somit sehr, sehr viel Zeit. Und das war auch immer so ein bisschen ein Grund für mich, dass ich mein Werkzeug nicht geschliffen habe, geschärft habe. Dass es mal so ein bisschen lang gedauert hat und ja, also mit diesem Teil hier geht es halt wirklich definitiv schneller. Also wie gesagt, das sollte eigentlich ein Vergleichsvideo sein zwischen diesem blöden Teil hier. Und ja, kauft euch das hier nicht. Spart euch das Geld und kauft euch direkt eine manierliche Leere. Speziell bei Röhren macht es keinen Spaß, wenn die nicht schön geschliffen sind. Und es hat mit dem Teil hier definitiv funktioniert. So ist es nicht, aber es dauert halt zu lang. Und die Ergebnisse sind halt nicht so genau. Da müsst ihr teilweise ein bisschen nachstellen. Und das ist halt gerade von der Leere, wo man eigentlich denkt, so, es müsste immer gleich sein. Saublöd. Ich muss jetzt dieses Verfahren bei meinen ganzen Werkzeugen noch anwenden. Ich bin mal gespannt, ob ich es selber machen werde. Werde ich ja dann sehen. Aber auf jeden Fall, wenn es einmal gemacht ist, habt ihr halt einfach ein schnelles Schleifergebnis. Und es ist halt jedes Mal gleich. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon dieses Tormek-Zubehör benutzt. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und ja, bis zum nächsten Video wünsche ich euch einfach mal noch einen schönen Tag. Tschüss.